Die ordentliche Kündigung. Und jetzt schauen wir uns zunächst mal, wir sind ja bei den Grundstrukturen, die unterschiedliche Machtverteilung an. Für den Arbeitnehmer ist die ordentliche Kündigung leicht, leicht, denn er muss nur zwei Dinge beachten, nämlich Frist und die Schrift. genau, die Frist und die Schriftform. Die Frist und die Schriftform. Also leicht. Nur Frist und Schriftform zu beachten. Und für den Arbeitgeber ist es schwer. Wenn der Arbeitgeber will, dass der Arbeitnehmer geht, und wir nennen das Kündigung, ja, im Extremfall, ja, wenn ein befristeter Arbeitsvertrag ausläuft, ist es keine Kündigung, aber nehmen wir diesen Fall, dann ist das schwer. Für den Arbeitgeber ist es schwer. Was muss der Arbeitgeber beachten? Er muss beachten die Schriftform, die Fristen und die Schutzgesetze.